in einem Interview. Wie muss ich da man meint, ein Mensch ist ein Zugang zu Podcasts zu erleichtern? Das ist ja eine stalinistische Kritik auf selbstverständlich. So, jetzt geht's los. Herzlich willkommen. Hi. Auf The Subscribe. Hallo. Ich glaube, ich habe keine Stimme hier drauf. Du musst dein Mikrofon entpuscheln, sonst hört man dich nicht. Ich muss den Puschel aufessen, aha, jetzt höre ich mich. Eine muss es entpuscheln. Ich muss entkuscheln. Trägt sich dann auch besser. Hey, aber also, ne, Nestbau und so, ich brauch's kuschelig. Gut. Ich halt nicht mit dem. Ich habe doch hier Remote, ich bin ja, auch total in der Zukunft. Schon wieder aus dem Präsentationsmodus gesprungen. ja, hier ist alles gut durchnummeriert. Wir begrüßen euch mit einem herzlichen Willkommen und wollen ein bisschen mal weiter ausholen. Vielleicht erstmal so ein bisschen der Test. Also wir haben auf dem Papier haben wir ungefähr die Hälfte unserer Teilnehmer von euch sind das erste Mal hier. Könnt ihr das mal mit Handzeichen bestätigen? Wer ist hier so neu? Okay, das sind die, die pünktlich gekommen sind. Das heißt, die Profis wissen, es lohnt erst der zweite Tag. Ja. Was natürlich falsch ist, das ist grundfalsch. Dann würdet ihr nämlich jetzt diese schöne Session hier verpassen, wo wir uns ein bisschen zum Horst machen. Genau. Naja, also die Entscheidung, den Freitagnachmittag, der zugegebenermaßen für manche natürlich anreisetechnisch etwas problematisch ist, mit reinzunehmen, den haben wir irgendwann mal bewusst gefällt. Aus den Erfahrungen der Geschichte, denn diese Veranstaltung hat schon eine gewisse Geschichte und da so viele von euch das erste Mal hier sind, dachten wir uns, wiederholen wir uns mal und wollen uns auch ansonsten auf dem ganzen Event bemühen, nicht so differenzial an die ganze Sache ranzugehen. Früher in Vorträgen, wenn ihr euch mal die Videos anschaut, da heißt es dann oft Aus akustischen Gründen. Das ist die beste Begründung für eine Werbemaßnahme, die ich je gehört habe. Hint für den BR, es fehlte so eine Monitorbox irgendwo, dass man sich selber auch hört. Darum fängt man ja an zu schreien, ob ihr uns wahrscheinlich ganz gut hört. Okay, gut, naja, ich hoffe, das passt auch so alles. So, und deswegen wollten wir mal ein bisschen erzählen, wo diese ganze Veranstaltung herkommt, warum sie so ist, wie sie jetzt ist und was wir uns dabei gedacht haben. Angefangen hat das Ganze mit dem Projekt Podlove. Podlove ist ja eigentlich eine Initiative, da werde ich auch später dann in der Session nochmal was dazu erzählen, eine Initiative, um Software voranzubringen, um Lösungen zu liefern für Podcast-Publishing und um dafür so einen Kickoff zu haben, um mal zu gucken, wer würde denn überhaupt alles so mitmachen, habe ich irgendwann mal so eine Veranstaltung einberufen, einen Developer-Workshop, wo es einfach darum ging, Developer zusammenzuholen. Das hat dann tatsächlich zweimal stattgefunden in so einem Halbjahresabstand. Hat sich aber dann irgendwie gezeigt, dass das so ein bisschen der dritte Schritt vor dem ersten war. Und dass eigentlich wir, um wirklich mal was ins Rollen zu bringen, das Ganze über die Podcaster machen müssen. Und dementsprechend ist dann auch aus diesem Developer-Workshop der eigentlich erste Podcaster-Workshop zusammengekommen. PPW, komisches Akronym. Viele Leute haben dann in der Folge das Ganze natürlich so verstanden, dass das dann quasi eine Fortsetzung dieser Technik ist, beziehungsweise überhaupt ist, glaube ich, bei vielen Leuten im Kopf gewesen, dass mit dem Namen Podlove wurde einfach assoziiert, hier geht's um Technik, hier geht's um Software, was Quatsch ist, was jeder bestätigen kann, der schon mal auf diesem Event war, weil meine Vorstellung war damals, Podlove ist quasi so ein Sammelbegriff, um irgendwie diese Szene zu klammern oder in irgendeiner Form anzusprechen. Wie das eben so ist, wenn erstmal so eine Bedeutung in der Welt ist, kriegt man die schwer wieder eingefangen. Deswegen war es halt nötig, mit neuen Begriffen daherzukommen. Und dann hat sich irgendwann so die Idee des Sendezentrums herausgebildet. Sendezentrum ist im Prinzip so eine Gruppe von Menschen, die zusammen organisieren. Da gehören Ralf und Claudia dazu und meine Wenigkeit. Dennis war lange dabei und weitere Leute sind in den letzten Jahren dazugestoßen. Das heißt, das sind so ein bisschen die Leute, die eben auch immer in irgendeiner Form darauf hinarbeiten, dass Events stattfinden. Wir waren dann mit dem Sendezentrum zu Gast bei Events, bei der Republika, beim Chaos Communication Kongress.
Und daraus hat sich dann so ein neuer Drive geformt und irgendwann auch so die Notwendigkeit, eben dieser Veranstaltung auch einen neuen Namen zu geben. So kam es dann eben zur Subscribe und deswegen heißt die jetzt auch 8. Subscribe, obwohl es eine Subscribe 6 so nie gegeben hat. Aber es ist tatsächlich die 8. Veranstaltung hintereinander, die mehr oder weniger demselben Konzept folgt. Und der Name soll halt ausdrücken, das, ja, was wir hier machen. Ja, und dann gab es letztes Mal die Einladung vom Bayerischen Rundfunk, ob man denn nicht mal vielleicht hierher kommen wollen würde. Das hielten wir für eine ganz interessante Idee. Und nachdem ich hier die Räume gesehen hatte, wusste ich auch, das würde uns doch sehr entgegenkommen. Wer aber in Berlin zuletzt war, hat gesehen, wir hatten dort Probleme mit dem Platz. Wir hatten dort auch andere Probleme. Also die Veranstaltung ist einfach auf eine Art und Weise gewachsen, zwar sehr kontrolliert gewachsen, aber eben doch eben gewachsen. Das ist einfach sehr schwierig war, das alles unterzubringen. Dementsprechend ist jetzt hier vom BR diese Einladung ausgesprochen worden, spezifisch von der Gruppe SEP, Softwareentwicklung Plattform. Das ist hier so eine spezielle Gruppe, die sich doch sehr mit der Zukunft beschäftigt. Software macht auch für den kompletten öffentlich-rechtlichen Bereich. Der Markus Schuler sollte jetzt eigentlich hier sein, ist er aber nicht, deswegen... Ist er da? Ach, da bist du ja. Doch, wir haben dich die ganze Zeit gesucht. Komm doch mal kurz und sag doch mal was ganz kurz dazu, weil letztlich ging das ja die Initiative von dir aus. Ja, also vielen Dank. Ich will euch nicht lange nerven. Es freut uns, dass ihr mal nach München kommt und nicht nur in Berlin seid und dort tagt. München ist auch eine Stadt. Hier leben auch viele Menschen und München hat auch den ein oder anderen Vorteil, unter anderem alternative Räumlichkeiten. Ich wünsche euch, dass ihr die nächsten 2,5 Tage hier bei uns im Funkhaus viel Spaß habt, dass es interessante Vorträge gibt, dass wir als BR vielleicht auch ein klein wenig dazu beitragen können. Gerade da Ralf hatte eine ganz tolle Idee, dass man anbieten könnte, mal seine Settings im Studio aufzunehmen und dort von einem Tontechniker mal optimale Mikro-Settings zu bekommen, die man dann zu Hause abgleichen kann. Wir bieten euch auch Führungen an, so es euch interessiert, durchs Gebäude mal vielleicht in ein oder anderes Studio reinzugucken oder in unseren Hauptschaltraum. Da laufen alle Drähte sozusagen zusammen. Das müssen wir halt spontan und bei Interesse machen, einfach bei mir melden. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr kommt. Nachher kommt vielleicht noch ganz kurz der Intendant vorbei und sagt auch noch ein paar wärmende Worte, wenn er es zeitlich schafft. Er hat versprochen, dass er es versucht, möglich zu machen. Ja, und dann bin ich gespannt auf euer Fazit am Sonntag und ich hoffe, dass wir dann gute Gastgeber sind und sein werden. Ja, bisher wart ihr das auf jeden Fall schon. Vielen Dank. Genau, also das ist so ein bisschen hier auch so unsere Hoffnung, dass wir hier die Möglichkeit haben, so ein bisschen auch Kontakt aufzunehmen, ein paar Interessen auszuloten und wer weiß, vielleicht auch ein paar gemeinsame Strategien zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist diese Veranstaltung halt nach wie vor unsere Veranstaltung und wendet sich im Kern an dieselbe Zielgruppe, wie sie das auch bisher immer getan hat. Ja, wo wollen wir hin mit diesem Event? Wichtig bei der Subscribe ist natürlich immer zu Beginn die Vernetzung der Community. Darauf hat das hier schon immer basiert. Dieser Event ist euer Event. Es geht hier vor allem um die Workshops. Es geht um die ganze Kommunikation, die hier geleistet wird. Wir konzentrieren uns hier sehr auf den Erfahrungsaustausch und die Wissensweitergabe, weil ich denke, das ist am Ende das Einzige, was auch wirklich hilft. Und was sich halt auch in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass von der Subscribe immer wieder auch so ein Impuls und so eine Initiative ausging, neue Kollaborationen zu starten, neue Projekte zu starten. Wir werden hier eine ganze Reihe von einzelnen Projekten vorstellen, die teilweise neu sind, teilweise auch schon über mehrere Jahre sich entwickelt haben und es ist immer sehr spannend zu sehen, jedes halbe Jahr, welche Fortschritte das gemacht hat im technischen Bereich, aber eben auch in anderen Initiativen, Podcast-Patinnen sind davon genauso hervorgegangen wie eben technische Projekte wie Podlove, Ultraschall, Studio Link, alles so Namen, die ihr sicherlich am Rande schon mal mindestens gehört haben dürftet und die ihr dann hier im Laufe dieses Wochenendes auch nochmal hören werdet. Hoffentlich, genau.
Ja, und am Ende soll das Ganze eben dazu dienen, da auch etwas geschlossener auftreten zu können in der Öffentlichkeit und damit natürlich auch einen gewissen Einfluss zu entwickeln, um einfach die Dinge so voranzutreiben, wie uns das gefällt und damit natürlich auch so ein Ökosystem zu schaffen, in dem man sich eben als Podcaster auch weiter austoben kann, so wie uns das eben so liegt. So, das soll erstmal reichen als allgemeines Blabla. Und jetzt wollen wir euch noch ein bisschen mehr mit den bereits etablierten Community-Aspekten vertraut machen, nämlich der Sendezentrumsfamilie. Und das erklärt euch der Ralf. Genau, also Tim hat ja gerade eben schon gezeigt, wie so ein bisschen die Historie ist und dass der Grundgedanke war, man müsste das Ganze doch eigentlich unter so ein bisschen einheitlichem Branding fahren lassen. Und da entwickelte sich schon so etwas wie jetzt eine Familie von verschiedenen Projekten oder Vorstellungen und die sieht man hier nochmal so vereinigt. Ihr werdet jetzt hier auch immer quer durch unsere ganzen BR-Aufbauten alle wiederfinden. Das Sendezentrum ist halt das, was das Ganze ein bisschen zusammenhält. Dann haben wir die Subscribe als Event. Wir haben die Podcast-Party, sage ich gleich was zu. Sendegate, sage ich gleich was zu Sondersendungen. Das ist das, was im Moment so ein klein bisschen brach liegt. Das war die Geschichte, wo wir von Events dann wirklich live auch selber einen Podcast gemacht haben, um über den entsprechenden Event zu berichten. Aber vielleicht wird das ja auch nochmal wieder geboren und ein bisschen reaktiviert. Wenn man so über die ganzen Aktivitäten auf dem Laufenden bleiben will, ist Twitter erstmal nicht so die schlechteste Anlaufstelle. Da versuchen wir also die wesentlichen Dinge aus der Szene immer ein bisschen herauszugeben. Das findet ihr auch alles auf euren Flyern, die verschiedenen Accounts. Und ansonsten ist so eigentlich Dreh- und Angelpunkt des Community-Buildings, so wie wir es verstehen, halt das Sendegate. Das ist ein, Forensystem der nächsten Generation. Discourse liegt dahinter, das ist so der heiße Scheiß derzeit, was Forensoftware angeht und wirklich nicht mehr wirklich zu vergleichen mit so alten Veteranen wie PRPBB oder ähnlichem. Und das sind jetzt einfach mal ein paar Zahlen, wie sich das jetzt innerhalb der letzten Jahre eigentlich so entwickelt hat. Wir haben also unter neue Benutzer ist quasi der gesamte User-Count, stehen wir jetzt mittlerweile bei 1125. Das ist für ein Forum so eine mittelgroße Zahl, würde ich sagen. Was die Sache aber interessant macht, ist, das ist kein Hörerinnen- oder Hörerforum, ja, das ist kein Fanforum der Podcasts, dann wäre die Zahl äußerst bescheiden in Bezug zu dem, was wir schon an Hörerinnen und Hörern haben, sondern das sind eigentlich ausnahmslos, ich würde schätzen so zu 95%, wirklich Produzentinnen und Produzenten. Entweder weil sie selber Podcasts haben oder weil sie in irgendeiner Art und Weise halt, sei es dann durch Softwareentwicklung oder Konzeptentwicklung, an der Community teilhaben wollen. Und dafür finde ich, ist dann 1125 in Deutschland dann schon wieder eine ausgesprochen interessante Zahl. Das heißt also, da erreicht man schon eine ziemlich gut fokussierte Zielgruppe. Wir sehen, das Zweite, was auffällt, ist, dass da wirklich Content am laufenden Meter produziert wird. Das heißt also, die Anzahl der Themen, das sind also die Themenstränge, 1902, fast 2000 verschiedene aus allen möglichen Bereichen, mit insgesamt 18.300 Postings, da ist also schon einiges los und die erste Reaktion kommt meist in, unter einer Stunde auf jeden Fall. Du hast auch einen fetzigen Laserpointer in deinem Teil. Ich habe einen fetzigen Laserpointer. Oh, fancy. Den sieht man aber hinterher nicht im VOG-Recording. Von daher ist das natürlich jetzt zu überwinden, Analogtechnik hier. Was man hier sehen kann, ist, welche verschiedenen Kategorien sich dort alle im Sendezentrum wiederfinden. Ich würde sagen, ja, wenn wir jetzt eine qualitative Auswertung machen würden, dann wird man schon eine Menge Technikthemen finden. Das ist eine Sache, die wir da, glaube ich, auf höchstem Niveau und sehr, sehr intensiv und viel und regelmäßig diskutieren. Aber insgesamt ist das Spektrum sehr, sehr breit. Wir haben beispielsweise halt einen Bereich Wissenschaft und Forschung, wo sowohl über quasi, wo wird publiziert und wo wird geforscht über Podcast stattfindet, als auch die Wissenschaftspodcasts selber sich untereinander ein bisschen vernetzen. Wir haben viel zu planen, wir haben Rechtsfragen, alle sowas quer durch den Gemüsegarten. Eine Sonderrolle nimmt sicherlich dann nochmal die Kategorie Community bei, weil wir halt auch begleitend zu den ganzen Veranstaltungen, auf denen das Sendezentrum in der einen oder anderen Art beteiligt ist oder auch ansonsten überhaupt irgendjemand aus der Podcast-Community, auch wenn er gar nichts mit dem Sendezentrum zu tun hat, kann man die hier entsprechend anmelden und
quasi dann eine Community-Unterstützung sich aufbauen zu irgendeinem Event. Beispielsweise also das Podstock 2016 findet sich auch hier, genauso wie dann halt die Aufträge auf der Republika, auf dem Kongress oder halt auch diese Geschichte hier. Dazu sagt Claudia auch noch was, auch dieses Event wird dann also parallel dazu hier unterstützt werden. Ihr seht das schon mit dem verbotenen Laserpointer hier auf der rechten Seite. Die Subscribe-Themen, das sind jetzt die letzten in dem Bereich, sprich dort wird jetzt also diese Veranstaltung mit koordiniert. Zum Thema Reichweite, viele angemeldete User ist eine Sache, aber wie häufig werden die Beiträge dann hinterher wirklich auch geklickt? Das sind jetzt mal so die Highlights, einfach runtersortiert nach Zahl der Aufrufe, wie häufig wurde also ein Thema insgesamt gelesen. Da ist also der Community, hallo, hier bin ich stelle mich vor, 20.000 Aufrufe. Nummer zwei dann, mein kleiner Hack für ein DT297 für 39 Euro, 12.800 Views. Das ist schon mal gar nicht so wenig. Das führt sich durch alle Statistiken hier durch auf der rechten Seite. Wir haben noch eine ganz enorm hohe Lurker-Quote. Lurker sind die, die in Foren nur mitlesen, aber niemals irgendwas schreiben. Das Sendegeld ist zu 95% offen. Das heißt also, man kann auch ohne sich einen Account angelegt zu haben, die ganzen Sachen durchlesen. Ich rechne damit, dass wir ungefähr 2/3 Leser haben, die überhaupt noch keinen Account haben, was dann die Reichweite, glaube ich, noch mal ein bisschen pusht. Andersrum sortiert, auch immer eine interessante Sache, was sind weniger jetzt in Bezug auf, was interessiert hier überhaupt niemanden, sondern in Bezug auf, das sind die allerwenigsten Reading Counts und selbst die liegen noch über 50. Ja, also auch die wurden wahrgenommen, das heißt also die Sachen, die dort passieren, kriegen Reichweite. Eine weitere Community-Vernetzungsebene sind die Meetups, auch wenn das mit diesem Digitalbereich alles ganz hübsch ist, ist hat viele Vorteile, wenn man auch einfach mal Leute vor Ort hat, mit denen man sich verknüpfen und vermengen kann und die dann einfach mal so ein Gerät vor einen auf den Tisch stellen lassen. Das ist doch was anderes, wenn man das mal begrabbeln und vor allen Dingen selber vom Klang her testen kann, als wenn man es einfach nur sich irgendwo auf YouTube anguckt. Das sind die derzeit von uns jetzt im Sendegate registrierten Regional-Meetups von begeisterten Podcasterinnen und Podcastern, wo man einfach mal vorbeischauen kann, gucken kann, wann ist deren nächster Termin, um auch bei sich regional entsprechende Kollaborateure kennenzulernen. Wir basteln gerade im Kontext der Podcast-Partin nochmal an so einer Informationskarte. Das sind jetzt ein paar dieser Meetups hier mal eingezeichnet. Wir haben da noch so ein paar Ideen, wie man das erweitern könnte, aber die Podcast-Partin haben ja ohnehin auch noch zwei Workshops hier angemeldet. Da werden wir das vielleicht noch etwas elaborierter angehen. Das ist noch so ein Early Prototype. Podcast-Partin generell ist, finde ich, eine der originelleren Ideen, die in den letzten Monaten so aus der Szene rausgekommen sind. Dahinter steht halt der Gedanke, die Einstiegshürde massiv zu senken. Das heißt, dass man also, wenn man eigentlich ganz gerne podcasten würde, aber irgendetwas hält einem noch davon ab, ob es irgendwie mangelnde Technikverständnis ist oder organisatorisches, macht das Ganze überhaupt irgendwie Sinn, vielleicht auch durchaus eine Motivation, so einen letzten Kick zu bekommen, nicht nur irgendwelche Nullnummern zu produzieren, sondern es dann auch wirklich mal online zu stellen. Dafür sind die Podcast-Partien gut. Und der Grundgedanke war der, naja, das kann man auch schon alles irgendwo beispielsweise im Sendegate machen, da ist es aber halt public. Und der Gedanke ist, dass sich halt immer ein Patenkind zusammenfinden kann mit einer Patin, sodass also dann so Tandems entstehen und man das Ganze dann auch wirklich mal in der direkten Mail-Kommunikation, Skype-Kommunikation, was auch immer angehen kann. Das sind die derzeit bei uns registrierten Paten, das heißt also Claudia und ich sind da auch zu finden. Alle sind, glaube ich, hier, ja wirklich alle sind hier auch auf der Subscribe und sind ansprechbar. Ihr erkennt sie an diesen Fashion mit Höchstaufwand hierher, luftverschifften Badges, die haben dann auch vorne einen Stand und werden auch zwei Workshops hier anliefern. Der Kern sind eigentlich diese beiden Formulare hier. Auf der rechten Seite ist das für die Patenkinder, wo sie sich also eintragen können, Achtung, ich würde gerne, dass jemand mir mal hilft. Und das linke ist aber vielleicht für euch hier als Zielgruppe interessanter. Dort kann man nämlich sich selber als Pate und Patin bewerben. Vielleicht überlegt ihr das jetzt auch einfach mal so die nächsten 3 Tage, ob ihr nicht in manchen Fähigkeitsbereichen auch genug Know-how habt, dass ihr euch dazu eignen würdet. Das war so ein bisschen der Bereich Community-Vernetzung und dann übergebe ich mal an die Content-Queen.
Das sagt er immer total nett, aber nämlich das, die eigentlichen Content Queens und Kings seid ihr, das muss man einfach nochmal so sagen. Also wir bieten das hier ja eher als Rahmen an, in dem ihr eure Themen präsentieren und ausweiten könnt. Und ich bin echt total beeindruckt, was ihr da alles geliefert habt, wieder an Vortragsvorschlägen, an Workshops, an allem. Also wir haben so viel Programm wie noch nie, wir haben auch so viele Räume wie noch nie. Ralf brachte vorhin den netten Spruch, wir haben, glaube ich, dieses Mal so viele Slots, wie wir Teilnehmer haben. Ganz so kommt es vielleicht nicht. Aber gefühlt sind wir davon nicht mehr weit entfernt und es tut mir jetzt schon leid, dass ihr dieses Mal zum ersten Mal wahrscheinlich wirklich Herzblut verlieren werdet, wenn ihr euch Slots aussucht, weil ganz so einfach war es dieses Mal auch mit dem Legen nicht. Wir haben, wie gehabt, eine Zweiteilung, oder die ist dieses Mal ein bisschen aufgelöst. Das heißt, wir haben morgens wieder viele Vorträge, die ziehen sich aber diesmal auch in den Nachmittag hinein und die Workshops fangen dann nachmittags an, also nach dem Mittagessen eigentlich. Und wir haben vor allen Dingen dieses Mal, Markus Schuler hat es vorhin schon angesprochen, auch Führungen dabei. Also diese Räumlichkeiten, in denen wir hier sind, können wir auch sehr ausnutzen. Und eine Führungsmöglichkeit, da habt ihr euch auch alle fleißig eingetragen, ist eben genau diese Sache mit dem Goldstandard, den Ralf vorgeschlagen hattet, wo ihr die Möglichkeit habt, mal ein Hörfunkstudio von oder ein Hörspielstudio ist es sogar, von innen zu sehen. Und ich habe das Mischpult gesehen. Oh mein Gott. Und es ist nicht nur eines, es sind nicht zwei Mischpulte, es sind nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Also alleine das wird dir die Reise hier absolut wert gewesen sein, das da mal zu sehen. Das ist echt und total irre. Wer jetzt traurig ist, dass er es nicht in einen dieser Slots geschafft hat, kann sich vertrauensvoll nochmal an Ralf wenden. Vielleicht ist da noch was drin. Vielleicht lässt sich da noch was machen, ja. Genau, also in kleinem Rahmen zumindest. Mir wurde aber auch zugetragen, dass du rausgekommen seist aus diesem Studio und gesagt hättest, na, da geht noch mehr. Nee, ich glaube ernsthaft nicht. Das ist schon ziemlich gut. Okay. Wir haben auch noch was neu reinbekommen. Das ist, findet dann am Sonntag statt. Also ihr seht, wir sind jetzt immer noch nicht bei 1.0 des Programms wirklich angekommen. Da könnt ihr auch noch mal reinschauen, immer wieder im Laufe der Tage, weil es wird sich immer etwas noch ein bisschen justieren. Am Sonntag gibt es noch mal das Angebot, dass man hier auch Technik kennenlernen kann, die sich im Bereich Codex, Übertragungskodex und SIP bewegt. Also wer sich da für diesen sehr technischen Bereich interessiert, kann sich Sebastian und Markus Buchner in dem Fall, also Sebastian Reimers und Markus Buchner anschließen und sich da nochmal dazu bewegen. Da gilt so ein bisschen First Come, First Surf, also wenn da 10 Leute da sind, dann machen wir zu. Und was vor allen Dingen auch wieder schön ist, also beziehungsweise überhaupt dieses Mal total super, wir hatten die letzten Male schon immer ein paar Beiträge von Deutschlandradio Lab, vom Bayerischen Rundfunk dabei und das, der Bayerische Rundfunk steuert hier natürlich jetzt dieses Mal nicht nur Räumlichkeiten bei, sondern auch wirklich tolle Vorträge. Schaut ins Programm, was da alles drinsteckt, also da freue ich mich auf einige schon sehr. Und ganz besonders schön finde ich auch wieder, dass wir es geschafft haben, also Tim mag es vielleicht mit einer Träne weinen oder ich weiß es nicht so ganz, aber wir haben eine so wunderbare Durchmischung des Programms. Wir haben viele Technikvorträge immer noch und Technikworkshops, aber wir haben aus allen Bereichen was. Also wir haben sowohl Orga, was die nächsten Sendezentrumsplanung anbegeht, als auch Bereich Marketing, als auch Bereich Konzeptentwicklung, Formatentwicklung. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die Fazitrunde, was ihr dann alle dazu sagt und wie euch das gefallen hat. Jetzt habe ich wieder einen Presenter bekommen, der wurde mir nicht übertragen. Schlimm hier, hier wird man überall gehindert. An die Vortragenden noch mal ganz kurz. Die Optionen, die ihr hier habt, wenn ihr hier morgen oder übermorgen präsentiert oder auch wenn ihr auch einen Workshop habt. Ihr habt hier im großen Sitzungssaal, in dem ihr hier seid, die Möglichkeit, euren eigenen Rechner anzuschließen oder einen von diesen oder den Windows-PC, den ich da fast vorhin totgetreten hätte, zu nutzen. Und ihr werdet hier in Full HD aufgezeichnet, sowohl mit den Kameras da hinten als auch eure Screens. Das heißt, wer heute nochmal seine Folien nachjustieren möchte, möge das bitte tun. Das gleiche gilt für die Workshop-Räume, die wir zur Verfügung stellen. Dort ist auch ein Beamer vorhanden, ihr habt dort Full HD. Und ihr könnt aber auch analog dort arbeiten mit Flipcharts, mit Moderationsboards, mit allem. So, ihr entschuldigt, dass ich etwas kurzatmig bin, aber es drückt hier ein bisschen hoch. So, geht nicht. Doch. Jetzt bin ich nämlich schon zu weit, oder? Nein. So, das Programm findet ihr, wie gesagt, schaut übers Wochenende verteilt immer mal wieder rein. Die 1.0, wenn wir es Sonntag haben, bin ich glücklich.
Schaut da immer wieder rein, ob sich nochmal was verschoben hat. Also teilweise werden auch nochmal Workshops getauscht. Wir gucken dann auch, dass wir es über die Twitter-Kanäle bekannt geben. Ihr findet jetzt alles eigentlich immer unter wunderschönen URLs, also alles mit subscribe.de vorne, leitet euch auf die entsprechenden Sachen weiter. Ihr findet da das Programm, ihr findet dort die Streams, falls ihr die noch in die Welt verteilen möchtet auch und noch anderen die Möglichkeit geben möchtet, daran teilzunehmen. Und ihr findet auch die Doku, hatte Ralf schon angesprochen, im Sendegate. Hinter diesem Link liegt alles, was irgendwie in dieser Community-Kategorie Subscribe 8 drin liegt. Das heißt, nach Möglichkeit wird dort auch zu jedem Workshop eine kleine Doku liegen, wo zusammengefasst wird, was in diesem Workshop alles erzählt wird und was es alles so für interessante Sachen für die Nachbereitung gibt. Unter subscribe.de YouTube findet ihr dann nachhinein alle Videos, die wir hier aufzeichnen und auch alle, die wir schon aufgezeichnet haben. Also wer da noch mal ein bisschen in die Historie reingucken möchte, da gibt's ganz schön viel Material. Und wenn ihr twittert... Claudia, und das vor allem auch zeitnah, also die Recordings sind jetzt sehr bald, nachdem die Vorträge hier gelaufen sind, sind die dann schon online. Also wenn ihr mal was verpasst, weil ihr sagt, anderer Workshop ist mir jetzt gerade wichtiger, könnt ihr euch am Abend im Hotel das auch gleich nochmal reinziehen und seid nicht gleich komplett außen vor. Das ist ein Versprechen, ich guck mal nach hinten. Die Technik. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das so direkt einhalten können, aber also heute Abend finde ich... Es wird nicht erst nach der Veranstaltung, also nicht erst nach diesem Wochenende sein, sondern im Laufe. Könnt ihr mir da hinten meinen Daumen nach oben oder nach unten geben, ob das stimmt, was Tim sagt? Tim sagt, es dauert nur 20 Sekunden und die fertigen Recordings sind online. Im Laufe des Tages, also am Abend. Von da hinten kommt so ein Schauen wir mal. Also da würde ich mich jetzt auch mit dem Schauen wir mal anschließen. Aber ihr werdet sie auf jeden Fall zeitnah finden. Wie wir dieses zeitnah definieren, geben wir euch noch bekannt. Aber wenn ihr eben auf Twitter, Facebook oder sonstigen Social-Media-Kanälen unterwegs seid, bitte klemmt noch ein Subscribe 8 dahinter. Wir haben uns ausgeweitet von den Buchstaben her. Also Twitter hat jetzt auch die Zeichengrenze von 140 ein bisschen aufgelockert. Da dachten wir, können wir jetzt endlich auch einen langen Hashtag nehmen und nehmen jetzt den vollen Namen. Also wer noch so Sub 8 im Kopf hat, der möge es gleich streichen. Dann finden wir uns auch alle wieder. Und dann kommen wir jetzt noch zu ein paar Orga-Hinweisen, die ich euch geben möchte. Erstmal nochmal die Folie übrigens, in denen ich mit eigenem Bild drin bin. Bei meinen Folien habe nicht ich gewollt, sondern mein Mann. Das finde ich ein bisschen komisch immer. Auf jeden Fall nochmal ein Danke an alle, die uns hier für dieses Subscribe unterstützt haben. Wir hätten das dieses Mal, also ich auf jeden Fall nicht alleine geschafft und nicht ohne, dass wir so viel Hilfe gehabt hätten. Also ganz herzlichen Dank nochmal an alle. Und wir sind auch guter Hoffnung, dass es dank dieses Teams und noch ganz viele anderer, die wir es vielleicht auch noch vergessen haben, darauf schön weitergehen wird mit Sendezentrum auch auf dem nächsten Kongress und dann auch ins nächste Jahr rein. Was ihr, wenn ihr jetzt hier drin sitzt, auf jeden Fall schon mal wissen solltet, ihr findet hier unten Bodentanks. Wenn ihr sie seht, vergesst sie gleich wieder. Weil die macht ihr bitte gar nicht erst auf. Also alles, was da drunter ist, was da an schönen Steckdosen lockt, findet ihr auch da hinten an der Wand, wo die netten Menschen sitzen schon. Und da findet ihr vor allen Dingen auch Strom. Den müsst ihr dann einfach mal, jemand vertreiben und euch eine Stromdose klemmen. Die bleiben hier bitte wirklich zu, um Stolperfallen zu vermeiden und um Unfälle zu vermeiden und alles Mögliche. Wenn ihr es hierher geschafft habt, habt ihr wahrscheinlich schon ein bisschen was von diesen schönen Navigationsteilen gesehen. Der verbotene rote Punkt, den müsst ihr einfach nur folgen sozusagen. Wenn ihr einen Raum sucht also oder einen Ort, also zum Beispiel Raum 3, dann folgt ihr dem Schild Raum 3 so lange, bis ihr entweder nur noch vor einem Schild Raum 3 steht, wo sich das also ein bisschen aufgelöst hat, oder ihr steht vor zum Beispiel Raum 9 ohne Raum 3, dann wisst ihr, ihr seid irgendwo falsch abgebogen. Also irgendwie werdet ihr euch zurechtfinden. Ich finde das Navigationskonzept ganz spannend. Ich bin gespannt, ob es klappt. Wichtig noch, wir haben manche Workshops, in denen dann drin steht Treffpunkt, Treffpunkt. Der ist hier. Den findet ihr, also hier heißt auch wirklich hier auf dieser Etage, auf der ihr euch gerade befindet. Und den findet ihr vorne an der Wendeltreppe, wo ihr hochkommt, wenn ihr vom Eingang kommt. Das sind zum Beispiel die Führungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Also da haben wir immer Treffpunkt angegeben und dort dann bitte einfinden. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, direkt hinter diesem Raum hier oder in dem Zugang zu diesem Raum befindet sich eine kleine Garderobe. Nutzt die bitte, legt da eure Taschen ab, eure Mäntel, Jacken, was auch immer wir bei dem Wetter hier brauchen, damit sich vorne nicht alles so zumüllt und das alles noch ein bisschen auch nett aussieht und man sich auch irgendwo noch hinsetzen kann vor allen Dingen. Wichtig dann noch,
Catering. Wir haben ja alle immer hier so Zuckerdefizite irgendwann, wo ihr die wunderbar ausgleichen könnt, ist vorne an den Kühlschränken auch, also wenn ihr hier rausgeht und dann nach rechts euch begebt, findet ihr Kühlschränke und ganz viele Leckereien zum Naschen und Kaffee und Tee und alles, was ihr so braucht. Das wirklich tolle Catering ist dann heute Abend ein Stockwerk tiefer. Da haben wir die Waldmeisterei aus München engagiert, da uns die Gaumensupport aus Berlin wollten nicht so gerne mit uns hier einfliegen und hier kochen, was wir so ein bisschen schade finden. Wir haben aber, glaube ich, einen adäquaten Ersatz gefunden. Und der BR hat das hier unten auch schon ganz toll hergerichtet, auch an das Team allervollste Danke, die ich nur so habe. Ist wirklich schön geworden und dort unten werden wir dann auch den Abend ausklingen lassen gemeinsam. Das heißt, wenn hier zu Ende ist, dann gehen wir da runter und dann bleiben wir auch da. Außer morgen, dann machen wir es anders. Raucher, bitte geht in den Innenhof. Auch der ist unten, wo es zum Catering geht. Und geht da nicht erst noch irgendwo anders hin und lagert dann da Zigarettenstummel oder sonst irgendwas. Und dann geht da raus, das ist dafür vorgesehen und macht das da. Oder hört auf, das ist noch besser. Hier und jetzt ist der richtige Moment für diese life-changing... Ich habe heute übrigens gelernt, dass das Zigarettendrehen in Österreich Wurzeln heißt. Das finde ich super wiederum. Ich würde es trotzdem nicht machen, aber Wurzeln hört sich viel besser an. Ganz tolle Sache auch immer bei uns sind diese Teilnehmerwände, wo wir euch ein bisschen die Möglichkeit geben wollen, dass ihr wisst, wer hier noch so rumläuft und wer das ist und wie ihr den kontaktieren könnt. Dieses Mal in die Hand genommen haben das Tino und Melanie. Und die beiden haben sich was Lustiges ausgedacht mit einem alten Fernsehgerät. War es jetzt, glaube ich, Ralf, hast du noch im Kopf, was für eins es ist? Alt. Alt, okay. Es ist ein altes Rundfunkgerät auf jeden Fall. Dass wir da so, dass da ein bisschen nachgemalt wurde von Ulrike. Und ihr werdet aufgefordert, in sehr nettem, aber nachhaltigem Ton, dass ihr ein Foto von euch machen sollt. Und das wird dann hier ausgedruckt und die Logos, die ihr hoffentlich alle mitgebracht, könnt ihr dann selber so zusammenbasteln. Und vor allen Dingen alle wichtigen Informationen zu euch, damit man euch auch dann findet, so wie das beabsichtigt ist, da noch schön drauf zu schreiben. Das ist, dient auch so ein bisschen euch selber, wenn ihr lustige Leute kennenlernt oder mal wissen wollt, ist der da, dann findet ihr hier irgendwo Informationen. Genau, hier werdet ihr, wie gesagt, nachhaltig, aber nett und charmant aber nachhaltig, zu Foto machen aufgefordert. Und hier an dieser kleinen Bastelstation könnt ihr dann euren Informationsbogen zu Ende machen. So soll es dann hinterher aussehen. Und da sind auch schon sehr schöne Sachen mal rausgekommen. Wieder auch an diesem vorne im Foyer haben wir wieder so kleine Zettelchen ausgelegt. Das sind diese Sprich mit mir über Zettel. Die haben sich in der Vergangenheit ganz gut bewährt. Wenn ihr also ein Thema habt, das jetzt nicht in Workshops stattfindet, über das ihr einfach mal mit anderen Leuten reden wollt, entweder weil ihr jemanden sucht, der sich damit auskennt, oder weil ihr meint, ihr habt da was anzubieten, schreibt es da drauf. Wir sammeln die immer regelmäßig ein und stellen das dann auch vor, zwischen Moderation oder was auch immer, damit sich die Leute dann finden und dann auch wirklich ins Gespräch kommen. Das hat eigentlich immer gute Konnektivität hergestellt und geschafft. Da hinten an die Wand sollt ihr es dann bitte dran pinnen, also wenn ihr es ausgefüllt habt. Und an dieser Wand findet ihr, das ist jetzt hier noch nicht drauf, hier auch zwei Zettel. Das sind Belegungspläne für den Podcaster-Tisch und den Podcast-Raum. Der Podcaster-Tisch wird heute noch aufgebaut, den findet ihr in der Nische hinten zu den Fenstern. Da könnt ihr euch gerne hinsetzen und mit bis zu 8 Leuten was aufnehmen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr lieber ein bisschen mehr Ruhe haben möchtet und euch zurückziehen möchtet, dann ist der Podcaster-Raum für euch vorgesehen. Den könnt ihr euch auch buchen und dann kommt da hoffentlich auch niemand rein, wenn nicht, haben wir noch Schilder dafür, obwohl die auch keinen abhalten, der wirklich will. Und da könnt ihr euch dann einfach reinsetzen und nochmal das Gespräch vertiefen, was aufnehmen, was auch immer. Bitte schaut vorher nach, ob da schon jemand drin ist, also auf diesen Zettelchen, tragt euch auch wirklich ein und geht dann auch nur da rein, wenn ihr einen Termin habt sozusagen. Kurzer Hinweis noch dazu, also der Podcaster-Tisch ist quasi completely equipped, das heißt, da braucht ihr euch nur ransetzen, Headsets, alles da, das gilt natürlich nicht für den anderen Raum. Genau, also das mit bis zu 8 Leuten heißt auch, wir haben ausreichend Headsets da und ihr könnt das dann, das gesamte Setup ist so gebaut, dass ihr wirklich noch Aufnahmen drücken müsst. Und auf vielfachen Wunsch haben wir eben diesen Podcaster-Raum noch eingerichtet. Da ihr viele Podcaster sind und ihr eigenes Equipment auch im Gepäck haben, könnt ihr euch dann dahin zurückziehen, da müsst ihr es dann aber wirklich selber mitbringen. Es wurde schon ein paar Mal angesprochen, dass diese schönen Buttons hier, die ich übrigens, glaube ich, nur pro forma habe, damit ich mich nicht ausgeschlossen fühle, dass diese Buttons hier auf krudem Wege nach München gekommen sind. Die kamen nämlich hier wirklich mit so einem Schreiben nur in den Flieger rein.
Und da an der Stelle nochmal ein Dank an Martin, dass er das auf sich genommen hat und fast von Air Berlin für immer für Flüge gesperrt worden wäre. Ja, ansonsten war es das von mir auch. Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch jederzeit an uns, an die anderen Leute, die ihr aus dem Team gesehen habt. Und ansonsten viel Spaß hier. Ach so, genau. Ihr findet auch alle wichtigen Informationen und alles, was ich euch erzählt habe, auf diesen Flyern hier, die ausliegen oder die ihr schon bekommen habt. Das heißt, ihr könnt euch auch selber zu Experten für diese Veranstaltung ausbilden und dann noch Fragen selbstständig beantworten.